Der Imperator beschützt, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Herzlich willkommen hier zurück bei Chaos Gate Demon Hunters. Wir sind momentan auf der Edikt, unserem Schiff, unterwegs und haben jetzt hier die Möglichkeit, nochmal den Schiffsstatus anzuschauen oder mit Lunette zu sprechen. Ich glaube, wir sprechen erstmal mit Lunette. Protocol demands a preliminary salutation. Consider this requirement fulfilled. Okay, das Protokoll erfordert eine Vorabbegrüßung. Erachte die Anforderungen als erfüllt. Okay. Für die Seuchenwandler müssen wir die Quarantäneprotokolle aktivieren. Oder wie lange kanntest du den Commander Agravain? Wie sieht es mit unseren Bauprojekten aus? Das ist noch, okay, für die Seuchenwandler müssen wir die Quarantäneprotokolle aktivieren. I will not have the edict put at risk, even for an Inquisitor. Okay, sie hat die alles schon aktiviert. Gut. Das ist keine normale Verderbnis, oder lass uns das, also komm, ich sag mal, das ist keine normale Verderbnis. The ship will remain sterile. Okay, meine Meinung, Commander, deshalb habe ich 7 Ebenen der Redundanz sowie die höchste Sicherheitsprotokolle eingeleitet, um selbst eine Binärrubrik-Raster über die Kogitator-Systeme der Edikt des Unheils platziert. Das Schiff wird steril bleiben. Gut, wenn du das sagst. Wird sie durchhalten, bis wir im Sektor fertig sind? The Baleful Edict has never let any of the Brotherhoods that have traveled in her down. Also, sie hat noch nie irgendeinen Ritter der Bruderschaft in Stich gelassen. Trotzdem, die Inquisitorin hat anspruchsvolle Forderungen. Ja, wir arbeiten jetzt nach ihren Zeitmaßstäben, das stimmt wohl. That is the way of the Inquisition. Die handeln oft unlogisch und lassen sich von den Obszönitäten des Fleisches leiten. Sie wollen sofortige Ergebnisse, obwohl sich eine objektive Analyse als vorteilhaft erweisen würde. Die Gefahren eines Verstandes, der nicht durch die Omnisire optimiert wurde. Oder den Omnisire, Entschuldigung. Ich sage immer die, warum auch immer. Lasst uns etwas anderes besprechen. Waiting for new input. Da ist jetzt auch ein Häkchen dran, wie wir sehen können. Wie lange kanntest du eigentlich Commander Agravain? We have been the primary vessel for the Commander for the past 22 years. Ja, aber die Launen der Reisen im Inneren des Warps führen dazu, dass Zeitspannen stets nur geschätzt werden können. Also 22 Jahre auf dem Schiff, mehr oder weniger. Er genoss den Respekt der Ordensbrüder und der Besatzung. He was a leader in the Grey Knights, so he was revered. Meiner eigenen Analyse nach betrug die Erfolgsrate seiner Mission jedoch nur 99,7%. Er brachte viele Stunden damit zu, über die 0,3% Unzulänglichkeiten zu sinnieren, wann immer ich ihn daran erinnerte. Okay, das ist krass. Wie hätte er sich mit einer Inquisitorin an Bord verhalten? He did not suffer fools, or those that dared countenance his authority. Er hätte sie zwar nicht an Bord willkommen geheißen, doch... Der Commander hielt sich an die Traditionen des Verhältnisses zwischen dem Orden und der Inquisition. Ja, wir sind denen de facto unterstellt. Er duldete jedoch weder Narren noch solche, die seine Autorität in Frage stellten. Eine schnelle Wahrscheinlichkeitsprognose ergibt eine Chance von 73,6%, dass Agravain einen Konflikt mit der Inquisitorin ausgetragen würde, wenn er noch das Kommando inne hätte. Also, er würde sich also zumindest mit ihr in den Konflikt begeben, okay? Offenbar war er einflussreich. Dein Trotz gegenüber der Inquisitorin ist merkwürdig. Defiance suggests an emotional need to obstruct or obfuscate. Okay, Trotz deutet auf ein emotionales Bedürfnis nach Behinderung oder Verschleierung. Ich sage nur die Wahrheit. Die Edikt des Unheils benötigt nach unseren Niederlagen gegen das Hedium-Kult eine Pause. Wir dienen dem Imperator und müssen dorthin gehen, wo er uns benötigt. Indeed, I serve the Omnisire. Dank seiner mechanischen Willens bereisen wir die Sterne. Hm, ja, stimmt auch wieder. Gut, der Imperator und der Omnisire sind, die sind ein und dasselbe, nicht wahr? Ketzerfrage. The Ecclesiarchy's Imperial Creed carries only a muted echo of the Machine God's true will. Okay, natürlich sind sie dasselbe. Solche Worte sollten einen Astartes nicht überraschen. Schließlich magst du den Imperator verehren, doch ich weiß, dass es nicht euer Credo ist, ihm zu huldigen. Das gilt vor allem für die Grey Knights, die ihre genetische Saat direkt im goldenen Thron, zum goldenen Thron zurückverfolgen können. Lass uns über was an. Waiting for new input. Wie sieht es mit neuen Bauprojekten aus? I was waiting on you, Commander, to allocate the priority order.
Without that data point, I cannot cogitate the required resources. A decision is required. Na dann. Waiting for new input. The interaction is over. Das heißt, wir können also gerade eben erstmal keine weiteren Bauprojekte mit ihr besprechen. Aber jetzt müssten wir... Wir können das jetzt hier aufwerten. Wenn gleich die Reparatur des Plasmareaktors im Hinblick auf den grundlegenden Wiederaufbau ausreichend war, ist die Stromleistung dennoch zu gering, als dass fortgeschrittene Anlagen entsprechend unterstützt werden könnten. Das Ergebnis wird eine Weile auf sich warten lassen. Durch die Stärkung der Reaktoren ist sicherlich ein wichtiger Schritt, um die Edikt wieder auf zur alten Größe zu verhelfen. Okay, ich weiß halt nicht unbedingt, was es bewirkt. Jetzt können wir aber auch das hier endlich reparieren. Und damit läuft auch die Reparatur unserer Augmentationskammer. Was ist eigentlich das hier? Unterstützungssysteme. Ah, da gibt's noch mehr Zeug. Kaserne. Erhöht die Kapazität für unsere Truppen und den Rekrutierungsrang. Nett. Und dann können wir noch hier unsere Deflektorschilde, so wie es aussieht, irgendwann mal verbessern. Also insgesamt 3 Upgrades gibt's da. Da gibt's noch die Geschützbatterien. Dann gibt es hier noch den Exterminatus, ne, um einen ganzen Planeten platt zu machen. Also was darauf lebt. Und dann gibt es noch den Mechanikbereich. Bevor wir mit diesem Projekt beginnen können, müssen wir andere Baumaßnahmen abschließen. Also hier gibt es eine ganze Menge Zeug. Hier gibt es uns jetzt lieber Maleus. Das ist natürlich, die Forschungsgeschwindigkeit wird hier verbessert. Warp-Antrieb. Der Heldenmut, also mehr Schiffsgeschwindigkeit. Und dann hier noch natürlich neben der Kaserne noch die Meditationskammer. Da gibt es mehr XP. Das Apothekarion, Solarium gefallener Brüder, da dürfte auch schon jemand drin sein. Und das Augurium, das müssen wir auch noch reparieren. Reparatur, hier Saviton. Ah, okay, ich kann es also nicht gleichzeitig, aber das müssen wir auch noch machen. Gut, dann haben wir das jetzt hier gemacht, dann gehen wir jetzt hier rein, in Strategion und reden wir mit Ektar. Come, let us talk over what troubles you, brother. Über meine Sorgen wollen wir reden. Okay, die Inquisition ist eine Hilfe oder ein Hindernis? She already makes demands on a ship badly in need of restitution. Ja, vermutlich beides. Doch wir sollten ihre Bitten auch hören, zumindest solange sich unsere Ziele überschneiden. Sind wir ihr denn moralisch verpflichtet? Even we must respect the authority of the Inquisition when the situation demands it. Wir haben etwas mehr Spielraum, weil wir sind, was wir sind. Doch die Inquisition erhört nur ihn. Also den Imperator logischerweise. Wie ich sehe, hast du uns als Divisio Militaris herbeizitiert. It is a term that has fallen out of fashion. Doch es ist ein uraltes Gesetz, dass jeder Ordo der Inquisition einen ausgewiesenen militärischen Arm zu seiner Verfügung hat, wenn die Notwendigkeit besteht. Auch wir könnten dem Ordo Maleus, dem sie angehört, theoretisch einberufen werden. Aber eigentlich sind wir dem doch generell unterstellt, soweit ich weiß. Wenn dieser Titel so altmodisch ist, wieso verwenden wir ihn dann? It was a strategic decision. Man berief sich auf die Bräuche der Standartenträger und die Inquisitorin hat sich nun daran zu halten. Sie wird uns strategische Befehle auf dem Schlachtfeld erteilen. Siehst du, nicht nur Inquisitoren können diese diplomatischen Spielchen spielen. Dann sehen wir was anderes. Ektar, wieso führst du uns nicht an? It seems the Emperor has other plans for me. Okay, es wäre meine Ehre gewesen, aber... Der Imperator hat andere Pläne. Unvollkommenheit bedeutet, dass ich meine Bemühungen auf eine indirekte Weise konzentrieren muss. Der Unvollkommenheit? A matter between myself and the Emperor. Wie Großmeister Voldus befohlen hat, ist meine Buße auf der Edikt Dienst zu verrichten, die jedoch nicht zu verlassen. Ich muss über den Schlachtfeldern schweben, auf denen ich so gerne kämpfen würde. Oh, also irgendwas in seiner Vergangenheit. Okay. Nichtsdestotrotz wird dein Rat von großem Wert sein. I hope I can be of some use. Bevor man mich in einen Dreadnought-Sarkophagus steckt, möchte er von großem Nutzen sein. Okay, ich hoffe einfach nur, dass ich Agravains Erbe gerecht werde. He had a fitting end to his noble life. Wie so viele unserer Brüder hütet er seine Geheimnisse gewissenhaft, doch ich weiß,
dass er die Diener von Khorne besonders hasste. Wieso der Blutgott? Why indeed, it is not my place to say. Doch der alte Commander umgab eine Totenstille. Ein brodelnder Hass, der ihn im Kampf gegen andere Feinde niemals zu ergreifen schien. Selbstverständlich wurde auch der aus der Wut erschaffene Khorne seinerseits von Agrivains Hass genährt. Doch das ist eben die Natur und gleichzeitig die Ironie des Chaos. Und damit auch die Ironie von Agrivain. Lass uns über etwas anderes sprechen. Das war's fürs Erste. Und damit gehen wir wieder ins Iber Maleus und sollen nochmal mit Vakir sprechen. We both have work to do. What do you need? Ja, wie läuft es mit dem Seuchenwandler? This one appears to be some kind of host. An object is nestled within. Also da ist etwas drin. Ist das ungewöhnlich? It is different from what I've seen with these puppets in the past. Ganz eindeutig das Werk eines der Schergen des Seuchengottes, doch sein Vektor ist unüblich. Ich erzähle dir mehr, wenn ich meine Untersuchungen abgeschlossen habe. Very well. Ich habe noch nie direkt mit jemandem von der Inquisition zusammengearbeitet. The Grey Knights will be needed in this task. And it is your duty to marshal them. Du hast die Pflicht, sie zu versammeln. Ich habe gesehen, dass die Edikt des Unheils auf der vorherigen Mission ihres Kommandos verloren hat. Ich werde ein solches Scheitern unter meiner Führung nicht akzeptieren. Starker Tobak. Wieso hast du das Schiff kommandiert? I had previously been hunting heretics siphoning power directly from the Hadex Anomaly. Not far from your previous campaign. Okay. Ihre Nachricht scheint, sie scheint unheilvoll. Divining the visions of astropaths is an art in itself. Sie sprach von einem Garten, doch ist er real oder nur eine Metapher? Ich muss die Aufzeichnungen meiner Kameraden studieren und nachsehen, ob es ähnliche Anhaltspunkte gibt, auf die ich mich beziehen konnte. Reden wir über was anderes. Very well. Es ist sehr interessant, also ich kann ja halt auch wirklich jetzt hier optional. Yes, you've taken enough of my time. Ja, genau, und du auch von meiner. Mit denen jetzt hier sprechen. Ich denke, wir sollten jetzt hier mal. Warte mal, Planetenansicht? Ist hier irgendwie bewegen? Schade nicht, nee. Sieht aber trotzdem cool aus. So. Let us ready ourselves for the trials to come. Obwohl unsere ganz eindeutige Zeichen der Verderbnis in diesem Sektor gefunden haben, scheint der Gegner nicht untätig zu sein. Du solltest die Zeit vorspulen, bis er sich zeigt und sich Missionsgelegenheiten zum Intervention ergeben. In der Zwischenzeit kann der Domino seinen Teil der Funktionalität der Edikt wiederherstellen und die Inquisition ihrer Forschung nachgehen. Gut. Awaiting your orders. Dann spulen wir vor. Bis etwas passiert. Da ist schon irgendwas, da sieht man irgendwas. 12 Tage, 13 Tage. Ich meine, die Jungs erholen sich in der Zeit ja auch. Das ist ja auch ganz gut. Blütenwuchs erkannt! 3 neue Missionen. Unsere Prognostikarius-Korps hat 3 neue Ausbrüche der Blütenaktivität in diesem Sektor entdeckt. Wir haben Titan informiert und müssen nach besten Kräften auf diese neuen Einfälle reagieren. Commander, our prognosticators have detected this bloom in 3 separate systems. We should examine one of them. Bloom. Ach so, nennen sie das im Englischen. Okay. Bloom. Also, ich kann jetzt eines davon jetzt mir holen. Also, so wie es aussieht, soll ich aber hierhin. Okay, dann mache ich das. I have identified this planet as a mission location to combat the bloom. Let us examine further. Dann tun wir das. Klicke. Ach so. From here you can see some details for this mission. Including the resources that Titan's Armory will make available to us if we are successful. Mhm, also quasi schon mal, was wir als Missionsbelohnung bekommen. Wir sehen hier schon, das scheint schon eine Stufe 2 langsam aber sicher zu haben. Verderbnis eine Stufe 1 am Anfang. Dann gibt es wieder Poxus und dann einen unbekannten Schergen des Chaos. Alle Gegner töten ist das Ziel. Ich kann leider meine Prognostikari immer noch nicht wirklich einstellen. Ne? Vielleicht kommt es ja noch. Wir reisen jetzt mal hin. Reisen. Da vergeht jetzt auch Zeit, wie wir sehen. Schiffsprojekt abgeschlossen. Reparieren. Augmentationskammer. Okay, das ist gut. Das schauen wir uns jetzt hier näher an. Dann würde ich sagen, Warp-Antrieb wäre eine Idee, wie ich gerade sehe.
Aber ich muss erstmal die Reaktorleistung verbessern. Nee, wir verbessern jetzt hier definitiv das da, das Augurium. Dann kann ich nämlich die Prognostikari-Vorteile wieder benutzen, worüber ich gerade gesprochen habe. So, wieder raus, raus und reisen. So, wir sind angekommen. Ja, wir wissen ja schon alles, was man wissen muss. Legen wir los. Der ist immer noch leicht verletzt. Aber ich kann ihn, glaube ich, nicht austauschen, so wie es aussieht. Aber ich bin mit dieser Flammenwerferwaffe halt momentan überhaupt nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ausrüstungsset. Lass uns nochmal die Fernkampfwaffe überdenken. Ein Psi-Bolter. Das sieht hier ein bisschen schwerer aus, das Ding. Hier Schaden, 14er Range. Unterbrechungsschuss. Aktiviere und unterbrochen. 100% Einzug lang zum Distanzangriff hinzufügen. Streuschuss. Visiere einen Streuschussangriff. Ach, das gucken wir uns einfach drin an. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, damit können wir leben. Muss ich ihn auch gar nicht mehr so nah ranschicken. Dann wird er hoffentlich nicht mehr so arg verletzt. Vielleicht am besten gar nicht mehr. Ich kann den Ritter austauschen. Ich habe ja noch andere, wie ich gerade sehe. Ja, dann soll er sich lieber ausruhen. Komm, ich nehme mal dich damit. Storm. Dir gebe ich jetzt eine... Er kann das nicht, okay. Ritter austauschen. Purgator, Justicar. Justikare sind halt die mit den Schwertern, ne? Fernkampfwaffe, Sturmbolter. Ah, dammit. Vielleicht der einzige, den ich dafür habe. Ne, jetzt der trotzdem hier. Der Ulrik Mitrak Darik Ägir. Hm, dann müsste doch das eigentlich mit dem hier gehen. Und... Teleportarium. Ja, jetzt haben wir ihn ausgetauscht. Perfekt. Also gut. Ja, legen wir los. Wird schon schief gehen. Hoffe ich doch mal. Das ist schon geil gemacht. Also ich finde es gerade schon ziemlich cool. Das ist auch ein geiles Bild. Boah, diese Ladebildschirme, ey, die sind richtig cool. Also da haben sie sich nicht lumpen lassen. Los geht's. Why have you led us here, Inquisitor? There is no sign of strife on the comms. Look more carefully, Knight. The codes used are old, but they are a mark of an active plague cult. Of that, I have no doubt. If that is true, my brothers will make short work of them. Okay, also gibt es hier irgendwo einen solchen Kult, so wie es aussieht. Und wir sollen ihn wahrscheinlich jetzt hier aufspüren. Lasst uns mal als allererstes einen Blick hier hinwerfen. Aye, Sir. Noch haben wir niemanden hier gefunden. Wahrscheinlich kommt es da drüben. Vermute ich. Also gehst du da drüben hin. Yeah. Ich nehme ihn und gehe mit ihm erstmal dahin. Moving swiftly. Ja, da hochklettert, geil. Da ist irgendetwas. Yes, sir. Guard up. Okay. Du folgst ihm hier. Onward, Brothers! Da kann ich bestimmt durch. Ich kann nicht Tab drücken, um gleich den nächsten anzuwählen, habe ich gerade gemerkt. Und rennst du noch dahin? Zip, 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 zip. Die Blüte steigt. At your command. Nur mal. Ich gehe mal direkt hier rein, dann kann ich direkt. It will be done. Und zack!
Kein Respekt vor geschlossenen Türen. Was ist denn das da? Das kann man kaputt machen. Frage ist, möchte ich das kaputt machen? Wie viel Sinn macht das, das zu tun? At once. Knights of the Throne! Kontakt! Ich dachte schon, der springt irgendwo jetzt in den Tod runter. Das wäre so ein lustiger Gag. Ey, das wäre so der Oberhammer. Okay, das bringt so jetzt hier nichts. Ich kann versuchen, auf einen von denen zu ballern. Der wäre sogar, glaube ich, halbwegs treffbar. Ja, es hat lange Reichweite, aber was soll's. Komm, gib ihm. Schießt halt einfach durchs Gelände. So, wir können gleich nochmal. Und der hat's hinter sich. Oh, das ist dunkel hier. Ich kann auch gleich nochmal auf jemanden schießen, so wie es aussieht. Komm, machen wir gleich. Der auch down? Need more rounds. Okay, ihm ist jetzt die Muni ausgegangen. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Die werden jetzt hier gleich reinkommen. Seeking the tainted. Und ich möchte sie empfangen gebührend natürlich. Bestätigen. I will hold them here. Und sagen, wir machen das hier sogar mit beiden. Stellt sich da noch hin. Selbes Spielchen hier. Und du siehst jetzt mal zu, dass du jetzt hier in diese Richtung kommst, mein Bruder. I am with you. Der Erfahrenste kommt in dem Fall zu spät, weil ich ihn in die falsche Richtung geschickt habe. Nice. Und gleich schon mal zwei weggeballert. They will not see me here. Dieses Geschrei von diesen Wahnsinnigen. Oh. Den da unten kann ich leider nicht attackieren. Kannst du auf den da schon ballern? Kannst du auf den da vielleicht ballern? Nee, kannst du auch nicht. Okay, lass uns das mal weg. Dann wechsle ich nochmal hier jetzt auf Leute, die mit der nötigen Gewalt jetzt hier auch was anfangen können, ne? Zack. Nummer uno. Und du, ey. Also die sind momentan echt noch keine Herausforderung. Da kann ich auch noch nichts schießen. Aber hier müsste es gehen. Oh ne, der ist voll in Deckung hier, so wie es aussieht. Ach Gott, der muss ja nachladen. Ja, kein Wunder, dass hier nichts geht. So, du holst dir den jetzt hier im Nahkampf. More horrors invade our realm. Da sind noch mehr. Fall. Dann gehst du hier hin. Und deckst in diese Richtung ab. Moving out. Foe destroyed, Commander. Das war clever von ihm. You will bleed. Ich nehme alles zurück. Die Blüte steigt. Jetzt holst du mir den da unten einfach mal weg. Cower. We have purified this place. Ja, er kann de facto hier schon rüber, aber ich will, dass die Leute natürlich eher zusammenbleiben. Es gibt für mich keinen Grund, sie gerade eben zu trennen. Da drüben hat es noch mehr von denen. Da könnte ich den Weg jetzt damit. Standing ready. Erstmal dahin. Moving now. Was ist denn das? Das ist ein Gullideckel für einen Explosivangriff in diesem Bereich von zwei innerhalb. Okay, also man kann dann anscheinend Sachen hier in die Luft jagen. Was ja jetzt durchaus sinnvoll sein kann.
Aber ich glaube, im Nahkampf wäre es ungesund. Knights of the Throne! Der macht gleich Überwachung, okay? We are the swords of justice! So, darf ich jetzt hier noch kurz hingehen? Aye, sir. Dankeschön. Dann decken wir nämlich in diese Richtung schon mal hier ein bisschen ab. Du gehst damit rüber, wobei... Ja, ist relativ jetzt hier gerade eben, relativ schwierig. Ich weiß nicht, ob ich da drüben jetzt einfach rüberrennen will. Lass uns mal hier hinrennen. On the way. Der kann hier auch noch nichts schießen, ist zu weit. Aber er kann vielleicht auf das da nochmal so ein bisschen absichern. Du rennst damit dann jetzt noch hier hin. Und du rennst. Er hat auch nicht mehr so viele Optionen. Da noch hin. On my way. In der Hocke. Unterdrückt. Okay, da ist nichts passiert. Death is our creed. Die, die, die. Da ist nichts passiert. Da ist leider ein bisschen was passiert. Und der macht Überwachungen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht will, dass diese Blüte steigt. Yes, Commander. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte nicht, dass diese Blüte steigt. Yes, sir. I am here to serve. Ja, und du surfst mir am besten, wenn du jetzt hier hingeht und diesen einen Typen da unten jetzt hier wegrollst. Das wäre mir das Liebste. Sehr gut. No, don't give up now. Wie der umgefallen ist. Ja, komm, Nahkampfangriff. Gib ihm. Neil. Dass er ihn hier nicht mehr unterdrückt. Kannst du nämlich auch direkt runterkommen und ihn hier beenden. Ja komm, mach mal. Das ist schon mal ein Gegner weniger. Zack. Schon auf dem Tisch draufstehen, ne? Die, die, die! Zeitbombe. Wie sie alle... You will bleed. Au! It bleeds. Oh oh. I sense a massive spike in warp activity below. It is a warp surge, Inquisitor. Such events are common in pitch battles between psychers. And yet your brothers have clearly restrained their powers. Something foul is at work below. Okay, die Warp-Wunkenanzeige erhöht sich jeden Zug basierend auf der Verderbnisstufe immer, wenn, ja, das kennen wir schon, okay. Du gehst jetzt da runter und beendest diesen Lump. Face me. Hau ihn um. Ja. Kannst du sogar noch den hier versuchen zu flankieren? Nein, nee, schaffst du nicht. Da liegt ein Gullideckel immer noch. Ich mache jetzt erstmal hier ein Aegis-Schild. Oder? Ja. Wobei, wir hätten jetzt auch mal eine Granate werfen können bei der Gelegenheit. The Emperor lights our path. Visiere einen Ritter in einer Reichweite von 10ern. Also das könnte der da sein, um ihn mal zu heilen. Komm, ich mache das mal. Der hat sehr viel Schaden genommen. Gut, er wurde geläutert. Pure among impurity. Dann rennst du jetzt da runter, kannst leider keinen erreichen.
Aber du kannst hierhin noch gehen. Moving out! Hoppala! Ich glaube, da sollte ich echt nicht durchgehen, oder? Was passiert, wenn ich jetzt einfach diese Granate da werfe? We bring death. Das hat ihn eingeschenkt! Und zwar nicht so knapp. Der eine steht es da in diesem Gebiet drin. Das kannst du hier schon mal rausgehen. Und vielleicht sogar auf einen Ballon hier. Nee, ja, auf den da hier. Dann ist der down. Der ist halt mit ins Feuer gefallen. Ich würde behaupten, wir haben dem sogar einen Gefallen getan. Nee, ich will da nicht durchrennen. Abbrechen. Abbrechen. Ich möchte gerne schießen. Backfiend! All enemies have been cleansed. Good work, Commander. Gut. Das war wieder ein Sieg. Jetzt bin ich gespannt, ob die Heilung auch ihn von seiner Rekonvaleszenzzeit, also seiner Heilungszeit, verschont oder nicht. Ich glaube aber nicht. Wahrscheinlich nur eine kurzzeitige, da hast du ein Pflaster-Aktion, nehme ich mal an. Das ist so krass gemacht. Okay, sie sind wieder da. Wie schwer verletzt. Wir bekommen wieder 10 Servitoren, ansonsten nichts. Fortfahren. 38 Tage und 2 Level-Ups. Jawohl, befördern. Also, du hast ohnehin schon hier, wie wir sehen, Teleportieren-Disziplin bekommen. Teleporterbewegung, teleportieren an einen Zielort innerhalb einer Reichweite von 10. Das habe ich noch gar nicht benutzt, das hätte ich vielleicht mal tun sollen. Diese Fähigkeit gewährt plus 5 Reichweite oder du kannst die Position dieses Ritters mit einem anderen Ritter innerhalb der Reichweite dieses Feldes tauschen. Nee, ich möchte noch mehr Reichweite. Oder, oh, nee, warte mal, was ist das in der Mitte? Was ist das in der Mitte? Willenskraft, dann bekommt er mehr Willenskraft, aber dafür muss ich erst noch hier das hier aktivieren. Und dann könnte ich ihm jetzt hier mehr Willenskraft geben. Alternativ könnte ich ihm jetzt hier das Unterstützungsfeuer geben. Nee, komm, gib ihm mehr Willenskraft. Beförderung bestätigen. So, dann hast du noch ein Level-Up, mein lieber Guter. Du bist ein Apothekarius. Er hat hier schon ein Geißelungsdisziplin geskillt. Visiere mit einer Explosion einen Bereich an... Ursache Blutung, okay. Hier Warp-Geschwindigkeit, Disziplin. Visiere einen Ritter innerhalb eines Reichweite von 1 und einen langen Nahkampfangriff für 2 Züge lang 2 Kraft. Das sind so Fähigkeiten, die muss ich mal benutzen. Tatsächlich. Imperator-Richtspruch. Ist irgendwas, was die Heilung verbessert. Schlachtfeldmedizin. Diese Fähigkeit gewährt 2 Heilungen, ja. Ach, das habe ich noch gar nicht gemacht. Mehr Willenskraft und die Schlachtfeldmedizin noch weiter verbessern. Kann sogar nochmal einen Punkt vergeben, so wie es aussieht. Diese Fähigkeit gewährt dann 5... Ne, kann ich nicht. Also dann kann ich nochmal zwischen 2 Heilung und einem AP und 5 Heilung wählen. Aktivieren, um dem Ziel 1 AP und 5 Heilung zu geben. Das ist eine neue Fähigkeit, das ist der Punkt. Okay, Level Up bestätigen. Und leider ist unser Apothekarius jetzt erstmal für eine Weile sehr beschäftigt. Das könnte ein Problem werden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal geht's weiter, wenn ihr wollt. Macht's gut, bis dahin. Der Imperator beschützt. Bis und Ade.